ich möchte mich gleich im Namen der ÖBB bedanken, dass Sie so zahlreich gekommen sind, um heute hier dabei zu sein, wenn der Hauptbahnhof eröffnet wird. Bitte begrüßen Sie mit mir gemeinsam den Bundespräsidenten mit seiner Gattin, die Nationalratspräsidentin, den Vizekanzler, den Bundesminister für Technologie, Verkehr und Innovation, den Bürgermeister von Wien, und das ist doch auch schön zu sehen. Liebe Wienerinnen und Wiener, Österreicherinnen und Österreicher, werte Festgäste, ich habe mich wirklich gefreut über die Einladung, an diesem schönen und festlichen Ereignis mitzuwirken. Es ist ja nicht alle Tage, dass ein Bauwerk als vollendet vorgestellt wird, seinen Betrieb aufnehmen kann, dass ein Investitionsvolumen, wie wir gehört haben, von rund 1 Milliarde Euro hat. Also 1000 Millionen Euro. Und wo eigentlich bisher und auch in Zukunft alles so gelaufen ist, wie wir uns das gewünscht haben. Da hat es keine Verspätungen, keine Skandale, keine Fehlplanungen gegeben, und ich habe Politiker der beiden großen Parteien noch nie so lustig Ping-Pong spielen gehört. Auch ich möchte von meiner Seite ein ganz großes Dankeschön und eine beeindruckte Gratulation aussprechen. Meine Damen und Herren, die Eisenbahnen sind eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Mit diesen guten Wünschen danke ich nochmals allen, die an diesem Projekt mitgewirkt haben, und erkläre das deshalb noch nicht für eröffnet, weil wir das in wenigen Sekunden gemeinsam tun werden. Alles Gute, Glück auf!